Ja, Corona-Demo-Sendungen überall. Also das Internetfernsehen funktioniert. Gerade hören Sie im Hintergrund ganz leise, wenn man überhaupt was hört, Caroline Mattis Sender. Also Caroline Matti ist da, MM News habe ich gesehen. Die sind wohl beide in Berlin, wenn ich mal davon richtig ausgehe. Da ist wohl immer am meisten Polizeiaktivität auch. Der Sender Kryptowelt aus der Schweiz ist da, und Olli in Köln, ja, sozusagen, der Sender Olli in Köln, und es ist ja ganz lustig, das zu sehen, dass das tatsächlich funktioniert, so richtiges Live-Fernsehen, wenn auch die Qualität zum Beispiel bei Olli nicht sehr gut ist, während sie, glaube ich, bei der Caroline erstaunlich gut ist, die Qualität. Caroline, sei mal ein bisschen leiser, ich muss sie gerade mal leiser drehen. Das Ganze funktioniert, also Bodo Schiffmanns Kanal funktioniert scheinbar nicht. Also da hat auch der Kanal Kryptowelt, der Sender Kryptowelt dann eine Störung gehabt bei Schiffmann. Da scheint das technisch nicht zu funktionieren. Ne? Man sieht zwar ein Bild von Bodo Schiffmann, aber sonst nichts. Ja, aber warum sind wir nicht dort? Weil wir natürlich meinen, das ist reine Zeitvergeudung. Ja? Wollen wir jedes Mal wieder protestieren gegen jede Wiederholung, bei der Schweinegrippe protestieren, jetzt bei Corona, den Gefahrenüberschätzungen protestieren und uns dann vielleicht sogar noch mit der Polizei anlegen. Demnächst kommt die Fledermausgrippe, dann kommt die Flughundegrippe, dann kommt die Elefantengrippe und dann kommt wieder die Hundegrippe oder was auch immer. Jedes Mal wird der gleiche Irrtum, also wird das Gleiche gemacht. Nämlich, ich mache mal die Caroline ein bisschen leiser. Ja, das Problem ist immer das Gleiche. Ein Arzt, der in der Wahrheit lebt und grundsätzlich nicht die Gefahr von Mikroben, also Viren und Bakterien und so weiter übertreibt, der macht keinen zusätzlichen Gewinn in der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Aber der Arzt, der sich irrt, der macht Karriere. Weil der übertreibt und sagt, ah nee, also die Viren, Bakterien sind total gefährlich, müssen wir sofort mit irgendwelchen Antibiotika ran oder mit irgendwas. Ja, der verdient richtig Geld, weil der kann ständig irgendwas verschreiben, weil wenn er den Virus größer sieht, als er ist, gefährlicher sieht, als er ist, dann macht er automatisch mehr Geschäft. Was entsteht also in der Medizin? Diese gewinnbringenden Irrtümer, immer Mikroben, immer viel größer zu sehen, als sie tatsächlich sind. Das breitet sich aus in der Evolution der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Ja? Und deswegen, wir können doch nicht über jede einzelne Geschichte wieder aufregen. Und außerdem, was soll die Polizei anderes machen, wenn sie einmal die Regierungen und die großen journalistischen Medien einmal sozusagen den irreführenden Mainstream-Experten der Medizin vertraut haben, dann ist alles andere folgerichtig. Denn wenn dann Leute sich nicht an Regeln halten, bedeutet das für die Polizei, die gefährden das Leben anderer Menschen. Also muss die Polizei eingreifen. Also, und diese Demos sind völliger Quatsch. Man sollte sich darauf konzentrieren, mit den Next Scientists for Future.de zusammenzuarbeiten, wo man die Lösung des Problems bekommt, nämlich wodurch zum Beispiel eine neue Wahlstimme, die Wohlfühlstimme, die Wirtschaft, also auch die kapitalistische Medizinwirtschaft uns dienen muss und nicht mehr wir die Sklaven der Medizin- und Pharmaindustrie sind, was nun mal so ist. Ne? Das ist so albern, als ob so, man eben vorhin hatte ich den Gedanken, na gut, das sind nette Kinder, die da jetzt filmen und so weiter und die spielen halt gern so Kinderspielchen, so ein bisschen mit den Polizisten reizen und so weiter, so richtig so Kinderspielchen. Spielereien und die aber nichts bringen können. Ja? Was viel mehr was bringt, ist, dass bei Servus TV, die ja normalerweise Talk im Hangar 7 machen,
gerade Talk-Spezial gesendet wurde mit wohl, ich glaube, es ist ein Professor, Professor Martin Hadic, der sagt, ja, wir hätten von Anfang an, wir hätten sofort reagieren müssen und sofort nur die Risikogruppen schützen müssen in Österreich. Und von mir aus, also er deutet an, dass er auch das mit den Großveranstaltungen ist er auch einverstanden, weil das vielleicht wirklich sehr, sehr schnelle Ausbreitungsraten bringt, ja. Man hätte also nur die Risikogruppen und das sofort schützen müssen und die Großveranstaltungen sofort untersagen müssen und ansonsten hätte man das Leben weiterlaufen lassen sollen. Ja, ja, das ist, klingt doch vernünftig, dieser Professor Martin Hadic. Ja, und dann haben wir sozusagen... dann hat noch Roger Köppel, das ist vom, so ein berühmter Schweizer Journalist, der hat gesagt, ja, wir haben eine Staatsmaßnahmenkrise überall, ja. Ja, da hat er wohl nicht so ganz Unrecht. So, und dann im Hintergrund läuft immer noch Caroline Matti Sender. Ich könnte auch Olli wieder einschalten, aber ich, das ist, wie gesagt, langweilt natürlich. Es ist interessant zu sehen, dass die Technik klappt. Ne? Wir können also Live-Fernsehen machen, aber ich habe da keine Notwendigkeit zu. Ja, dann Siegfried und Roy, der Roy Horn oder so ähnlich, soll gestorben sein und angeblich an Corona. Ja, der wurde vom Tiger zerfleischt und hat das nie richtig verkraftet und hat dann Schlaganfälle danach bekommen und ist mit 78 gestorben oder mit 75 steht hier. Aber der ist natürlich an Corona gestorben. Ist übrigens der erste, den mir hier GMX berichtet, der angeblich an Corona gestorben ist. So ein Musiker, ich glaube, was, Little Richard ist, soll gerade gestorben sein mit über 80. Aber da gibt es noch keine Aussage zur Todesursache. Da müsste man doch mal noch mal wühlen, dass man da auch behaupten kann, der sei an Corona gestorben. Denn schließlich müssen wir doch, wir müssen ja letztendlich die Fehldarstellung der Medizinindustrie über, also ihren Irrglauben über die Allmacht und superkillermäßige Gefährlichkeit der Viren müssen wir doch irgendwie bestätigen, ne? Sonst passt das ja alles nicht zusammen, ne? Ja, dann haben wir hier, was steht hier noch? Jahrzehntelang, ach, das ist noch was ganz anderes, ein ganz anderes Thema. Jahrzehntelang haben wir zu wenig Kinder gehabt der Leistungsfähigen. Ja, also noch einmal, das war wohl das Thema, was ist mit der Wirtschaft los und so weiter. Ja, Europa ist am Kaputtgehen. Nochmal der Ernst der Lage, ja, so und so weiter. Ich bin natürlich ein bisschen abgelenkt wegen dem Krach im Hintergrund von Caroline Matti, aber ich will mal diese Live-Stimmung noch mitnehmen. Ja, also jahrzehntelang, wo ist es? Hier. Jahrzehntelang haben wir alles dafür getan, dass unsere fähigen Leute keine Kinder mehr bekommen, aber ganz viel dafür getan, dass unsere unfähigen massenhaft Kinder bekommen, ja? Und dann wundern wir uns, dass wir technologisch abgehängt sind, dass Europa am Sterben ist. Brauchen wir uns sich doch nicht zu wundern. Professor Paul Watzlawick hat mal so einen ganz wichtigen Satz gesagt. Man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann auch nicht nicht Bevölkerungspolitik machen. Man kann entweder dafür sorgen, dass die Fähigen viele Kinder bekommen oder man kann dafür sorgen, dass die Dummen viele Kinder besorgen. Und wenn man dafür sorgt, dass die Dummen viele Kinder bekommen und sie dafür belohnt sozusagen, dann wird man Europa, kann man damit in die Totalzerstörung bringen. Wir haben jetzt schon, was haben wir denn noch aus Made in Germany, was die Welt haben will? Noch ein paar Autos, aber wie lang noch? Ja? Wir haben keine Computergeschichten, wir haben keine Smartphones, wir haben gar nichts. Ja? Europa ist auf dem Weg, einer der dümmsten Kontinente der Erde zu werden. Ne? Und das ist leider eben so, weil eben leider
zwischen 50% und 80% der Varianz nach allen seriösen Wissenschaftlern von Intelligenz genetisch bedingt sind. Das heißt, wenn hier ein Kind geboren wird von zwei Eltern, die ein IQ von diesem Bereich haben, dann wird das Kind in diesem Bereich sich bewegen und praktisch unwahrscheinlich selten wird mal ein Kind so sein. Ja, aber das ist dann so eine absolute Ausnahme, weil der Apfel fällt in der Biologie nicht weit vom Stamm. Ja, und deswegen, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen machen würde, ja, zum Beispiel die nextscientistforfuture.de, da gibt es ja Leute, die für ein großes bedingungsloses Einkommen sind, die anderen für ein ganz, ein Miniatur bedingungsloses Grundeinkommen. Aber schon bei dem Mini-Einkommen müsste man dann so sagen, dass es für Kinder überhaupt kein Geld gibt. Weil wenn es für Kinder Geld gäbe, würde man ja wieder die Hauptschulabbrecher belohnen, wieder 20 Kinder zu bekommen. Ja? Und wir brauchen, um doch mal diesen Rassismusvorwurf gleich zu entkräften, wir brauchen aus aller Welt die fähigsten Leute. Wir brauchen Milliardäre aus aller Welt, wir brauchen Hochleistungstechniker, wir brauchen eine Multikulti-Welt, aber bitteschön nur im Hochleistungsbereich. Alles andere ist Selbstmord für Europa. Ja, da wird skandiert gerade in Berlin. Ne? So, also, was steht hier noch? Ja, und dann wird wieder, ja letztendlich wieder gehetzt gegen Schweden. Ne? Also, genau genommen ist das Phänomen so. Schweden hat natürlich mehr Tote als Österreich oder Deutschland, verglichen mit 100.000 Einwohnern. Aber ganz einfach, Schweden, um es nochmal ganz kurz zu sagen, hat einen normalen Grippewinter zugelassen. Und es ist doch klar, dass dann in Schweden auch so viel sterben wie in einem kräftigen Grippewinter. Nur danach hat man dann Herdenimmunität und die Wirtschaft ist eben nicht durch Schweden selber geschädigt worden, sondern nur, weil die anderen Länder so verrückt waren, ihre Wirtschaft runterzufahren und kaputt zu machen. Und dadurch wird natürlich Schweden mit in Leidenschaft genommen oder reingezogen. Aber das liegt doch nicht an Schweden, das liegt doch an den anderen. Da sind doch die anderen schuld dran, ja? Und deswegen müssen wir jetzt nochmal rechnen hier, also nochmal ganz kurz Schweden, ja. Denn wenn Schweden jetzt alles hinter sich hat, ja, Schweden alles hinter sich hat, dann haben die jetzt Herdenimmunität und sind endgültig durch, während wir den Virus so lange runtergeknüppelt haben, dass wir da möglicherweise nie durchkommen. Wenn wir jetzt wieder bei jeder Kleinigkeit Maßnahmen machen, dann kriegen wir nie eine Herdenimmunität und dann erfüllt sich die Prophezeiung, dass wir am Ende den Impfstoff brauchen und dann werden viele Leute an dem Impfstoff vielleicht sterben oder krank werden, was ja kein Mensch weiß. Und wir kommen nicht raus, weil man uns nicht rauslässt, ja? Und jetzt gucken wir uns nochmal die Zahlen in Schweden an. Also ich nochmal ganz langsam. Ja? Ich weiß nicht, ob man den Hintergrund Berlin so ein bisschen hört. Wahrscheinlich nicht, das Mikro ist zu gut dafür. Ne? So, schauen wir es uns doch mal an, Schweden. Wo seid ihr, Schweden? Hier. Also, in Deutschland jedes Jahr 940.000 Tote ganz normal. Schweden hat nur ein Achtel der Bevölkerung, teilen wir durch 8, ist gleich 120.000 Tote in Schweden sind normal. Teilen wir durch ein Vierteljahr, 3 Monate, geteilt durch 4 ist 30.000 Menschen sterben in jedem Grippewinter in Schweden. So, und jetzt gehen wir nochmal auf die andere Zahl ein. Aber wir haben zum Beispiel in Deutschland hatten wir 25.000 Grippetote. Ja? Im 17, 18 hatten wir 25.000 Grippetote. So, ja, ich nochmal um das festzuhalten, 30.000 und in dem Winter sterben dann also ungefähr 50.000
50.000 in 3 Monaten und nicht 50.000, 35.000, also einen Winterzuschlag von 5.000 geben wir. Dann haben wir also in den Wintermonaten normalerweise 35.000 Tote in Schweden und in Schweden haben die dort einen Zuschlag von circa maximal 3.000 Toten. Das heißt, wenn, dann ist es maximal hochgegangen von 35.000 auf 38.000. Kein Grund für irgendwelche Maßnahmen oder Shutdowns. Das liegt noch im Zufallsschwankungsbereich, ja? Und jetzt gucken wir uns aber das Entscheidende nochmal an. Das ist jetzt die einzige neue Zahl. Gucken wir uns doch mal an. In Deutschland 25.000 Tote in den 3 Monaten des Grippewinters 17-18. In Schweden wären das vergleichsweise, wenn wir das jetzt durch 8 teilen, sind das in Schweden 3.125 Tote und Schweden hat jetzt an die 3.000 Corona-Tote. Also im Prinzip würde das bedeuten, dass Schweden einen etwas schwächeren Corona-Winter hinter sich hat, als Deutschland vergleichbar 17-18 hinter sich hat. Und wegen einem etwas schwächeren Grippewinter als Deutschland hatte, 17-18, deswegen sind null Maßnahmen gerechtfertigt, außer der Schutz der Risikogruppen, der selbstverständlich gemacht werden kann, wobei man sich dann fragen muss. Palmer wird ja gehetzt ohne Ende weiterhin, ja, der hat das vielleicht nicht geschickt ausgedrückt. Man muss die Wahrheit ganz offen sagen. Mit den Maßnahmen hat man eventuell dafür gesorgt, dass der leidvolle Sterbensprozess von Menschen sich noch um einige Monate hinschleppt und die noch unter Qualen noch quasi gezwungen sind, weiterzuleben, obwohl eigentlich ihr Körper total ruiniert ist, ja? Und wenn man denen helfen wollte, müsste man sofort deren Ernährung auf kerngesunde Ernährung umstellen, musste gucken, ob man die nochmal aus ihrem Sterbeprozess wieder rauskriegt. Aber eigentlich hätte man das 20 Jahre früher machen müssen mit Lebensstilmedizin und Gesundheitsmedizin, der nextscientistforfuture.de und so weiter. Also ich hoffe, es ist nochmal deutlich geworden. Also Schweden beweist uns noch einmal ganz eindeutig, es waren nie irgendwelche Maßnahmen gerechtfertigt. Man hätte einfach diesen Corona-Winter genauso akzeptieren sollen wie den Grippewinter 17-18, über den man nicht ein einziges Wort verloren hätte. Und es wäre nichts passiert. Und die Italiener hätten keine Panik gehabt, sondern die hätten zwar wieder wie immer eine Krankenhausüberlastung gehabt, aber da die Panik nicht dazu gekommen wäre, wäre diese italienische Überlastung auch nicht größer gewesen als in der Saison 17-18, ja? Denn die haben die ja auch überlebt. Irgendwie haben ja die Grippesaison 17-18 überlebt, ohne dass man ein Wort aus Italien gehört hat. Und da kam es garantiert auch zu Krankenhausüberlastung. Nur jetzt war der Fokus drauf, ja. Und die Panik hat ihr eigenes schädliches Bild entfaltet. Und nur deswegen war jetzt dann Italien irgendwie, und dann wurden noch die entsprechenden Bilder gedreht, weil ja Journalisten noch, wenn was los ist, das Ganze noch vergrößert darstellen wollen. Also von daher, in dem Sinne, ist also in Wirklichkeit, Schweden beweist, man hätte einfach den Corona-Winter genau so ohne Kommentar laufen lassen müssen, wie den Grippewinter 17-18, den man auch hat laufen lassen. Einfach so kommentarlos. Ja, Schweden hat jetzt die Herdenimmunität und wir sind die Gearschten. Ne? Und wir sind wirtschaftlich doppelt so stark geschädigt wie Schweden. Ne? Ja. Ja, übrigens, Frauen, die Wanderungen haben in Berlin begonnen, in Köln wandern sie jetzt wohl auch, durch die Hohe Straße wahrscheinlich, hat der Olli vorhin gesagt. Ja, also Frauen sozusagen, das ist nochmal was ganz anderes wieder. Die Männer schenken doch den Frauen Blumen, ne? Den Frauen ihres Herzens Blumen.
Das ist genau das Gleiche wie die Bonobos im urkommunistisch-urmatriarchalen, ursozialistischen Lebensstil der Bonobos, Panpaniscus Bonobo, der menschenähnlichsten Lebewesen der Erde. Da schenken auch sozusagen die Männer Früchte, Kräuter, Gemüse, Pflanzen, schenken auch Pflanzen den Frauen und Kindern, ja, und erobern deren Herzen, und so findet bei denen der Wettbewerb pazifistisch und friedlich statt, ohne Eifersucht, ohne Rivalenkämpfe und so weiter. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir vor 400.000 Jahren genauso gelebt haben wie die Bonobos, nur dass wir die fellose Variante waren, die und das viel größere Gehirn hatten, also noch pazifistischer, noch friedlicher waren. Und dann kam die Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall hat, und hat unser gesamtes Leben zerstört. Ich habe es ja schon oft genug dargestellt, ja, wie eben Marktwirtschaft generell gewinnbringende Irrtümer multiplizieren muss und deswegen unser Leben notwendig zerstören muss. Es geht nicht anders. Ja, weiblicher Fan sagt gerade, sie hört gern Caroline zu, aber mir ist das alles zu oberflächlich. Ne? Ist ein süßes Mädchen, aber viel zu oberflächlich. Keine Ahnung von nichts. Ne? Ja, die GWÖ, da gab es doch Sendungen von der Gemeinwohlökonomie, das Wandelbündnis, bei dem ja auch der Weltrat der Weisen und die Next Scientists for Future.de Mitglied sind, sozusagen. Aber die Sendungen sind halt auch sehr, sehr, gehen sehr wenig in die Tiefe, ja. Und es ist letztendlich auch die falsche Begründung für die Gemeinwohlökonomie geliefert worden in der Sendung. Die richtige, also zum Beispiel auch, da wurde die falsche Begründung geäußert, ja, Corona ist ja jetzt nur gekommen, weil wir zu viel Kontakt mit den Tieren haben. Ja, natürlich müssen wir darüber diskutieren, wie ob Fleisch gesundheitsschädlicher ist, ob Buschfleisch, also Naturfleisch, so Wildtierefleisch, ob das auch sehr gesundheitsschädlich ist. Auch bei uns müssen wir ja fragen, so ein Wildschwein oder so ein Hirsch, wie viel Gift der in sich hat und ob dieses Fleisch irgendwie besser verträglich ist als dieses Industriefleisch. Aber ich muss sagen, trotzdem, alle diese Kulturen haben seit Jahrhunderten Fledermausfleisch gegessen, ohne Gefahr, wahrscheinlich auch Flughundefleisch und so weiter. Warum? Warum konnten sie das damals verkraften? Weil ihre Immunsysteme viel stärker waren, weil sie eben nicht, ja, jetzt in China haben die unseren Fastfood-Fraß, die haben die westliche Ernährung und damit kriegen die jetzt alle auch die geschwächten Immunsysteme und sie haben die westliche Medizin und all das schwächt die Immunsysteme. Eine Antibiotikgabe kann die angeblich das Immunsystem über Monate hinweg total zerschlagen und so weiter, weil ja das Immunsystem hauptsächlich auch im Darm sitzt und so weiter. Ja? Also das heißt, die richtige Begründung ist, seit wir eine relativ extreme Immunschwäche haben, wird die Begegnung mit Wildtieren zum Risiko. Aber dann lasst uns doch bitte die krankmachende Ernährung beenden mit den Wohlfühlstimmen der Next Scientist for Future.de, dass wir also eine Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege kriegen, in der nur noch Gesundheit zählt und nicht mehr dieser Müllfraß verkauft wird. Ja? Also von daher... Also auch dort wieder völlig falsche Begründung, antiwissenschaftliches Unwissen, ne, leider. Ja, denn vor Jahrhunderten war ja auch das Essen der Fledermäuse nicht gefährlich. Ja, soweit, ich mache mal nochmal den Ton lauter, dass ihr nochmal Berlin hört. Ne? Jetzt hört das vielleicht. Ja, das sind die Sendungen, aber ich schalte jetzt nicht nochmal durch zu den anderen Sendern, das ist ja alles langweilig, ja, ein paar Leute werden sich wieder prügeln mit Polizisten, ja, ein paar Krawallmacher und so weiter, aber was soll uns das bringen? Es gibt nur eine Lösung, Next Scientist for Future.de. Und jetzt hätte ich das Wichtigste beinahe vergessen, das Wichtigste, dafür mache ich Berlin nochmal leise. Ja, ich mache die Krawalinskis nochmal leiser, die Berufskrawalinskis. Ja, ganz wichtige Information. Bitte
alle Leute anmelden, einfach anrufen, also nextscientistsforfuture.de aufrufen, anrufen oder E-Mail schicken und sich für Telefonkonferenz-Talks oder Telefontalks anmelden. Wenn Sie als Zuhörer irgendeine andere Weltsicht haben als die nextscientistsforfuture.de und sich zutrauen, das sachlich und vernünftig zu begründen, bitte melden. Wir machen mit jedem Talks, also auch mit wir machen gerne mit Kritikern Talks, aber wie gesagt, Kritik bedeutet nicht Beleidigung, sondern ausgestrahlt werden die Talks natürlich nur, wenn jemand sich benehmen kann wie ein anständiger Mensch. Und dann machen wir aber mit jedem gerne einen Talk, damit man sehen kann, welche anderen Weltbilder noch so existieren. Und dann kriegen Sie interessante Sendungen. Also bitte melden, nextscientistsforfuture.de, direkt anrufen und fragen nach der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Talk am Telefon heißt die Unterrubrik. Kann ich es hier zeigen? Ja, Talks am Telefon, da ist es doch. Das Format heißt ja Talks am Telefon. Das können Telefonkonferenzschaltungen sein mit kostenlosen Telefonkonferenzschaltungen. Und da können wir dann diskutieren, möglicherweise auch mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten. Ja, also die von der Tonqualität bessere Alternative zu den Online-Sendungen. Da merke ich immer, dass die Tonqualität immer noch grottenschlecht ist. Und jetzt haben wir es ja raus, das Rauschen haben wir jetzt ja im Griff und die letzte Qualität, dass der Talk mit Professor Wallach war ja schon wieder deutlich besser in der Tonqualität und ist in der Tonqualität besser als all diese Online-Talks. Ne? Zoom scheint da keine gute Qualität zu haben. Ne? Also, ja, das war's für jetzt. Also ich mache nochmal den Krach lauter hier. Berlin und so weiter. Ich könnte ja auch noch Köln einblenden und all die Städte, Stuttgart und so weiter. Aber alles Zeitvergeudung, Zeitvergeudung, Zeitvergeudung. Bis bald. Tschüssi.